Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Pelletöfen-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Pelletöfen-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Oranje 7991. Der Oranje Pelletofen ist wassertragend und rund und hochgebaut, was ihn sehr kompakt macht. Es funktioniert besonders effektiv und hat eine Wirksamkeit von 91%. Das ist ein sehr guter Wert. Die Verarbeitung ist extrem hochwertig, aber die Rate ist auch wirklich hoch. Es hat Kalksteinlagerplatten, was es ebenfalls effizienter macht. Die Ausstattung ist toll und dank 10 kW Wärmeleistung können Räume mit einem Volumen von bis zu 350 m3 effektiv erwärmt werden. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Nemaxx P6. Die P-Serie von Nemaxx dominierte als beste Pelletserie im Test. Mit dem P12D-Sichen können Sie zwischen drei verschiedenen Leistungsstufen bis zu einem Maximum von 11,5 kW wählen und das der Sichen besticht durch seinen automatisierten Stundenplaner. Dank des Eco-Modus ist er sehr umweltfreundlich. Die Raumheizungskapazität beträgt bis zu 300 M3 in der großen Variation. Auf Platz 3 haben wir die Pelletofen MCZ. Der MCZ-Pelletofen ist ziemlich klein, überzeugt aber dennoch mit einer hervorragenden Leistung von 12 kW. Es ist mit Absteuerung und einem Controlboard auf dem Guardgut selbst ausgestattet, sodass es sehr einfach gesteuert werden kann. Optional kann auch eine Fernbedienung erworben und mit dem Ofen verwendet werden. Mit der NoF-Funktion kann er bei Bedarf komplett stumm und geräuschlos sein. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Firgrafio. Der Pelletofen von Fireplace besticht durch seine hochwertige Handwerkskunst und die tolle Ausstattung zu einem insgesamt äußerst fairen Preis. Es ist kompakt konstruiert und misst nur 93 x 50 x 57 cm. Der Lagerbehälter für die Pellets fasst insgesamt 15 kg. Es funktioniert völlig ruhig, hat aber keinen Lüfter, was es anfällig für Überhitzung macht, da es auch schwierig ist, zu regulieren. Es hat keine automatisierte Funktion oder dergleichen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Eva Stempaggi. Das Modell von Eva Stempaggi fördert mit einem wirklich eleganten Design und einer total anständigen Handwerkskunst zu einem extrem preisgünstigen Preis. Die Heizleistung von 5,15 kW ist einfach typisch, sodass ganze Böden nicht mit dem Herd erwärmt werden können. Darüber hinaus ist es aus ziemlich basischem lackiertem Stahl, was darauf hinweist, dass es nicht die Wärme eher gut speichert. Es ist robust und belastbar, es ist dementsprechend nicht so effektiv. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.